Willkommen zum zweiten Kapitel, in dem es um die metrologischen Systeme und die frühen Wirtschaftstexte gehen wird. Ich hatte schon bemerkt, dass Warenlagerung und Handel wichtige Quellen mathematischer Aktivität darstellen. Was uns als sogenannte Wirtschaftstexte überliefert ist, sind gewissermaßen die frühesten Zeugnisse von so etwas wie Inventarisierung und Buchhaltung. Widmen wir unsere Aufmerksamkeit also einem Dokument aus dieser Zeit, genauer gesagt dem Wirtschaftstext W9578G, der im Vorderasiatischen Museum in Berlin aufbewahrt wird. Die meisten dieser Wirtschaftstexte hat man bei Grabungen, also an der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, zutage befördert. Erste Übersetzungen und Deutungen der mathematischen Texte gehen vor allem auf den Österreicher Otto Neugebauer zurück. Sie finden sich in seinem Werk Vorgriechische Mathematik, mathematische Keilschrifttexte 1 bis 3. Das ist erstmals 1935 erschienen und das war so bis in die 70er, Anfang 80er Jahre herein das Standardwerk zu diesen mathematischen Keilschrifttexten und auch den präkeilschriftlichen Texten. Eine grundlegende Neuübertragung, insbesondere dieser präkeilschriftlichen Texte, ist dann erst in den 1980er Jahren unter der Leitung des Mathematikers, Bildungsforschers und Wissenschaftshistorikers Peter Damerow gemeinsam mit dem Archäologen Hans Nissen und dem Philologen Robert K. England am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung durchgeführt worden. Und dann ist der Herr Damerow später mit diesem Projekt dann an das neu gegründete Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte gewechselt. Das Projekt in den 1980er Jahren, das hat so ungefähr 2 Jahre gedauert, bestand darin, 1995 Tontafeln zu digitalisieren und dann händisch zu umschreiben. Was das Umschreiben heißt, sehen wir dann nachher noch. Und jetzt kommt das wirklich Neue, eben nicht jede Tafel einzeln für sich zu übersetzen, sondern mithilfe von so einem Großrechner, so einem alten Siemens so und so, habe jetzt die Nummer nicht da, sind dann Übersetzungshypothesen für ähnliche Tafeln simultan aufgestellt worden und konnten auf, mit statistischen Verfahren, auf Konsistenz über die Tafeln hinweg überprüft werden. Und das hat bei einigen Fragestellungen dann überhaupt erst zum Durchbruch geführt. Wir werden diesen Prozess dieser Umschreibung, Entzifferung so ein Stück weit nachvollziehen im Folgenden. Schauen wir mal hier auf die Tafeln. Das ist jetzt meistens so gemacht. Links sehen Sie die Vorderseite von dieser Tafel und rechts sehen Sie die Rückseite. Die Tafeln enthalten verschiedene ikonografische Darstellungen, also bildliche Darstellungen, vereinfachte bildliche Darstellungen, die einerseits für diese Zählobjekte oder Marken stehen könnten, zum Beispiel der Kreis und dieses so leicht ovale Ding, wo so auf der Seite abgeschnitten ist. Das sind wahrscheinlich bildliche Darstellungen von Zählmarken. Und dann manchmal findet man noch Berufsnamen oder Namen von Personen auf der Tafel. Das wäre jetzt hier eher nicht gegeben. Aber was man hier sieht, was eigentlich gezählt worden ist, wenn Sie das Ganze mal sich so um 90 Grad gedreht vorstellen, erkennen Sie vielleicht 2 Krüger. Es ist also irgendetwas, was gezählt worden, was in Krügen abgefüllt wurde. Und witzige Geschichte, der Herr Damerow hat sich auch mit der frühen Braukunst beschäftigt. Also Vorläufer von Bier könnten da drin gewesen sein. Die Zählobjekte oder Zählmarken sind also hier diese Dinge, habe ich gerade schon gesagt. Und die getrennte Darstellung auf der Vorderseite und dann aber eine zusammengefasste Darstellung auf der Rückseite sprechen auch dafür, dass hier vielleicht etwas gerechnet wurde. Mit den 2 vorne ist irgendwas gemacht worden, um zur Rückseite zu kommen. Aber was, das ist jetzt die Frage, was ist da gemacht worden? Und die Frage gebe ich zunächst mal an Sie weiter. Ja, und in der Tat deutet man die Tafeln so, dass auf der Vorderseite 2 Summanden und auf der Rückseite die Summe abgebildet wird. Also hier wird Plus gerechnet. Wenn wir uns die 2 verschiedenen Arten von Marken wie Münzen vorstellen, können wir aber jetzt nicht erkennen, in welchem Verhältnis die Kreise zu diesen oval-keilförmigen Objekten stehen. Vermuten wir mal, dass von links nach rechts der Wert der Zählmarken abnimmt, dann können wir allenfalls sagen, dass so ein Kreis offenbar mehr wert sein muss als 8 von diesen ovalen keilförmigen Marken, weil sonst müssten da 3 Marken liegen und ein paar Ovale weniger. Wechseln wir also mal zu einer anderen, ganz analog aufgebauten Tafel, W9393. Da haben wir das auch wieder vorne, die 2 Summanden. Schauen wir uns mal direkt die Umschreibung an.
Die ist vielleicht etwas einfacher lesbar, hat allerdings deutlich mehr Zeichen da drauf. Da sehen Sie zum Beispiel rechts auch noch unten, das ist so eine Berufsbezeichnung, die da dargestellt ist. Zahlzeichen sind lediglich diese hier, die da auf der Folie abgebildet sind. Und wenn es sich wieder um eine Addition handeln sollte, dann kann man das auch noch etwas sortierter aufschreiben. Dann müsste das nämlich so aussehen. Wir können das sogar noch etwas weiter sortieren, indem wir jetzt unsere Zahlzeichen benutzen, um wiederholt aufgeschriebene Zeichen mit der Vielfachheit einfach hinzuschreiben. Dann sieht das so aus. So, wie kriegt man jetzt raus, wofür die einzelnen Zeichen stehen? Ja, jetzt, Sie haben natürlich mal Algebra gemacht, da sagen Sie, okay, setze ich halt für jedes dieser Zeichen einen Buchstaben ein und versuche dann die Gleichung zu lösen. Ja, wird aber nicht funktionieren, weil Sie haben genau eine Gleichung und Sie haben 5 Variablen. Das ist also erheblich unterbestimmt, da kriegen Sie gar nichts mit raus. Damoreau gibt dann für die Entzifferung dieser Tafeln 3 Regeln an, mit denen wir tatsächlich mit Mathematik der Volksschule aufdecken können, was hier passiert. Erstens Korrespondenzregel. Ein Zahlzeichen wird so oft wiederholt, wie die entsprechende Zähl- oder Messeinheit in einer Größe enthalten ist, bis zu einer bestimmten Grenze. Zweitens Ersetzungsregel. Wird die Grenze überschritten, wird ein höherwertiges Zeichen eingesetzt, mit dem ebenso nach Korrespondenzregel verfahren wird. Drittens noch die Anordnungsregel. Die Abfolge der Zeichen in der Notation entspricht ihrem Wert, wobei wir davon ausgehen, dass links die wertvolleren, also die größeren Zahlzeichen stehen und rechts dann die kleineren. Das gilt im Übrigen nicht nur für dieses spezielle proto-kaltschriftliche Zahlzeichensystem, sondern das würde zum Beispiel auch für andere Zahlzeichensysteme, etwa das der Ägypter und das der Maya, gelten. Im Grunde genommen gilt das mit einer kleinen Ausnahme auch für das römische Zahlzeichensystem. Da gibt es eben nur noch die Zusatzregel, dass man manchmal auch ein Zahlzeichen davor schreiben kann. Also ich kann zum Beispiel IV für die 4 schreiben und dann soll das kleinere Zahlzeichen von dem größeren abgezogen werden. Aber für sehr viele Zahlzeichensysteme, die mit jeweils unterschiedlichen Zahlzeichen für die Stellenwerte arbeiten, kann man mal diese Regeln annehmen. Unterstellen wir einmal, dass ganz rechts tatsächlich die Einer liegen, dann kann man einem Kind am Ende der Volksschulzeit in etwa wie jetzt gleich folgt nahebringen, was hier gerechnet wurde. 3 plus 2 wäre eigentlich 5. In der unteren, der Ergebniszeile, liegt aber nur ein Symbol. Wenn das stimmt, müssen wir davon ausgehen, dass der nächste Stein, der so ein bisschen aussieht wie ein Becher, 4 wert ist, weil 5 minus 4 ist 1 und dann würde sich das gerade ausgehen. Und wenn das stimmt, da müssen wir da so einen Vierer, also so einen Becher, als Übertrag notieren. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr beim schriftlichen Plusrechnen vielleicht so eine kleine 1 nach oben schreibt. Dann hätten wir aber jetzt wieder in der zweiten Spalte bei den Summanden 2 Becher liegen und unten liegt keiner. Das funktioniert nur dann, wenn diesmal die Eintauschzahl eine 2 ist. Dieser Doppelbecher steht also für 4 mal 2, also 8. Und wir müssen wieder einen Übertrag notieren. Und jetzt geht das Spielchen wieder von vorne los. Auch diesmal haben wir oben 2 Doppelbecher liegen, unten liegt aber gar keiner. Also muss hier wieder der Übertrag 2 sein. Und dieses nächste Bild, dieses Symbol, das so ein bisschen aussieht wie ein Auge, das muss dann wohl 16 wert sein. Und schau an, jetzt geht sich das aus. Wir haben da ein rotes Auge, den Übertrag. 2 Augen und noch ein Auge macht genau zusammen 4 Augen. Wunderbar, das passt. Hat aber einen kleinen Haken, das Ganze. Wir wissen jetzt gar nicht, wofür dieser runde Kringel steht. Egal, wir rechnen mal den Rest zusammen. In der ersten Zeile haben wir einen 16er und 3 Einser macht zusammen 19. In der zweiten Zeile haben wir 2 16er plus einen 8er plus einen 4er plus einen 2er ergibt 46. Und in der letzten Zeile haben wir 4 mal einen 16er plus einen Einer ergibt 65. Hundertprozentig stimmt das noch nicht, weil wir ja eben gar nicht wissen, dass ganz rechts die Einer liegen und weil wir eben gar nicht entziffert haben, was jetzt der Kreis ganz links eigentlich bedeutet. Dazu braucht man dann eben mehrere Tafeln, aber auch das kann trügerisch sein.
Hier sehen Sie zwei Tafeln abgebildet. Für die folgende Frage sagen wir mal wieder, dass das kleine Zahlsymbol, das so ein bisschen wie ein Auge ausschaut, die Einer bezeichnen soll. Was wird dann auf den Tafeln links und rechts wohl gerechnet? Also bitte. Gut, dann wollen wir uns die Lösung mal im Video anschauen, wie ich die vor einem Jahr erklärt habe. Also hier steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus der da. Also Kringel plus 7 Auge plus 1, 2, 3, 4, 5 plus 5 Auge ergibt 2 Kringel plus 2 Auge. So, was ist da die Eintauschzahl? Nicht so schwierig, ne? Ja? 10 Auge macht ein Kringel, ist hier oben. Also, das ist. Und hier sehen Sie, was gezählt wird: Krüger. So, ne? Sehen Sie, das ist ein Krug. Da wird tatsächlich irgendwelche Getränke, glaube ich, gezählt. Und hier unten sehen Sie es auch. Getreide wird da gezählt. So, aber jetzt wieder zurück. Also hier haben wir 3 Augen. Ja, die könnte ich fast weglassen. Plus nochmal 3 Augen. Plus nochmal 3 Augen. Plus nochmal 3 Augen. Ist gleich 2 Kringels. Steht auf der Rückseite. So, also ist die Tauschzahl in diesem Fall 6. So, lange Zeit hat man gesagt, so, oder irgendwer hat dann geschrieben, ja, der wird sich halt auf einer der Tafeln verrechnet haben. So, kann ja nicht sein. Und die moderne Interpretation, die da entstanden ist in diesem 80er-Jahre-Projekt, wo die da ihren Siemens 7760 angeworfen ist, nein, das hat schon System. Es ist tatsächlich so, dass die Bündelgrößen immer vom Kontext der Rechnung abhängen. Und das ist so ein bisschen verwirrend. Also die Bündelgrößen, das heißt, wie viele Augen der Kreis darstellt, hängt vom Kontext ab. Aber es ist dasselbe Zeichen. Also es gibt auch andere Zahlzeichensysteme, wo man dann für Getreide einfach andere Zeichen hat, quasi als für Krüge zählen. Aber hier wird dasselbe Zeichen genutzt, aber es bedeutet dann jeweils eine andere Bündelung. Jetzt kann man sich fragen, sind das dann eigentlich wirklich Zahlzeichen, wenn die je nach Kontext ihre Bedeutung wechseln? Peter Damoreau hält zur Bedeutung der Zeichen fest, ich zitiere, man hat versucht, die Zahlenwerte der Zeichen zu bestimmen und damit unsere heutigen Zahlvorstellungen auch für die archaische Kultur Mesopotamiens unterstellt. Tatsächlich änderten sich jedoch die Zahlwerte der Zeichen mit ihrem Verwendungskontext. Eines der häufigsten Zahlzeichen besaß etwa den Wert 10, wenn es für 10 Schafe stand, den Wert 6 bei Maßgefäßen für Getreide, weil das Gefäß eben nur 6 kleineren Maßgefäßen entsprach. Und es war manchmal auch der Wert 18, wenn es eine Feldfläche bezeichnete. Solch ein Bedeutungswechsel legt schon die Vermutung nahe, dass hier vielleicht gar keine Zahlen, sondern die real gezählten Objekte bezeichnet wurden. Man sieht dann auch, wenn man noch ein bisschen weiter guckt, diese verschiedenen Zahlzeichensysteme, gewisse Systematiken kann man erkennen. Zum Beispiel für die meisten gezählten Einzelobjekte wie Menschen, Tiere, Behälter gilt eben dieses Sechserdezimalsystem. Wenn Sie da schauen, Sie haben noch ein Zeichen für ein Halb, dann kommt das Zeichen für 1. Das ist tatsächlich das, was so ein bisschen aussieht wie so ein kleines Auge, was aber eigentlich so ein umgedrehter Zählstein ist. Das wird verzehnfacht, dann kommen wir auf den Zehner, diesen Kringel, und dann wird das versechsfacht und wir kommen auf den 60er. So, da ist die Basis 60 drin. Der nächste Schritt ist jetzt wieder verzehnfachen und der danach ist wieder 6. Versechsfachen, das ist auch der 60er. Das ist also ein Sechserdezimalsystem, weil da der Faktor 60 eine Rolle spielt. Unten sehen Sie, für rationiert gezählte Objekte haben wir, also für Gerste, Käse, Brot, so ein Zahlsystem, wo wir auch 1 und 10 und 6 haben, aber dann hin und wieder auch noch
ein Zweier, also davon von diesem großen Auge auf die auf diese zwei aneinander gesetzten Halbkreise haben wir dann halt den Faktor 2 zum Beispiel. Gibt noch ein paar andere. Hier haben Sie noch ein anderes Hohlmaß für Getreide. Da haben Sie das, was gerade in dem Zitat drin war. Da wird dann tatsächlich aus dem Auge durch Versechsfachen ein kleiner Kreis und dann durch Verzehnfachen so ein größerer Kreis. Und, das ist vielleicht auch noch interessant, ein Zahlzeichensystem für Zeitspannen gibt es noch. Das hängt mit dem Kalender zusammen. Kalender ist in Babylon so ein bisschen anders als bei uns, aber man sieht hier, man hat einen Tag mal 10 und dann mal 3 kommt man auf einen Monat. Ganz genau stimmt das nicht. Einige Monate haben die auch 29 Tage lang gemacht, damit das mit den Mondphasen besser passt, weil Mondphasen sind eigentlich 29,5 Tage, aber okay, darum soll es jetzt mal nicht gehen. Es gibt dann auch wieder die Verzehnfachung oder die Verzwölffachung auf ein Jahr. Wobei man auch dazu sagen muss, die hatten halt Schaltjahre und in den Schaltjahren hatte man 13 Monate, um eben den Mondkalender wieder mit dem Sonnenkalender zu synchronisieren. Und unser Zahlzeichensystem, was wir auf dieser Tafel hatten, wo ich den Kindern erklärt habe, wie man die entziffert, das sehen Sie unten. Da ist das tatsächlich so, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was der Anwendungsbereich ist. Und für die kleinste Einteilung, die Sie da sehen, die noch vor diesem Auge mit dem, wo noch sowas dranhängt, wichtig ist, da sieht man quasi, da weiß man gar noch nicht, was da eigentlich die Vielfachen waren. Die anderen Sachen konnte man mithilfe dieser verschiedenen Tafeln dann doch entziffern. Den wichtigsten Hinweis dafür, dass die Zeichen nicht einfach Zahlen wiedergeben, sieht Peter Damoreau darin, dass zwar ausnahmslos alle Zahlzeichen, die nicht für ganz bestimmte Gegenstände stehen, also wie zum Beispiel hier dieser Kreis oder das, was so ein bisschen aussieht wie ein Auge, bei mehreren Dingen verwendet werden, also mehrere numerische Bedeutung besaßen. Ich zitiere vielleicht nochmal, gerade diese Symbole, die eigentlich nach unserem Verständnis Kandidaten für die Darstellung abstrakter Zahlen wären, ändern aber mit dem Verwendungskontext ihre Zahlenwerte. Das spricht dafür, dass der Umgang mit den Symbolen nicht durch ein arithmetisches Zahlkonzept geregelt wurde, sondern durch die inhaltlichen Assoziationen, welche die antiken Schreiber in dem jeweiligen Fall dann damit verbanden. Das ändert sich erst gut 1000 Jahre später, als am Übergang von der dritten Dynastie in Ur zum altbabylonischen Reich die Keilschriftzeichen erfunden werden. Aber das ist dann schon das Thema des nächsten Kapitels. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause, beziehungsweise Sie dürfen noch diese berühmte Schnitzeljagd dann jetzt absolvieren. Welche zwei Zeichen habe ich eingeblendet?